Spiel wurde abgesagt an diesem Wochenende und wir haben uns verabredet mit dem Trainer der Germania, mit Benjamin Duda, der auch zu Hause in Quarantäne sitzt. Schöne Grüße nach Hause. Hallo zusammen, danke. Zunächst mal die Frage, Sie waren infiziert, Sie sind infiziert, Sie hatten zuletzt so relativ heftige Symptome. Erzählen Sie mal, wie die letzten Tage für Sie waren. Ja, genau. Also vergangenen Donnerstag habe ich das Training noch geleitet, war dann auf der Rückfahrt zu mir, zu uns nach Peine und habe schon während der Rückfahrt gemerkt, dass da gewissermaßen körperlich was am Brodeln ist. Ich habe da eher auf eine Erkältung, vielleicht einen minimalen, grippalen Infekt gehofft. Allerdings wurde das dann eben über Donnerstagabend, Donnerstagnacht so drastisch, dass es mit Fieber, Schweißausbrüchen, brennendem Körpergefühl, Husten, Schnupfen und gefühlt einem Komplettpaket an Symptomen losging und weiterging. Und direkt Freitag früh wurde ich dann auch getestet und folglich positiv getestet auf Corona. Sie waren dann auch am Sonntag beim Spiel in Berlin gegen den BRK nicht dabei. Da stand Ihr Co-Trainer Bastian Breves in Verantwortung. Dem ging es dann ab Sonntagabend schlecht. Wie geht es dem aktuell? Dem geht es leider Gottes weiterhin schlecht. Also auch er hat starke Symptome, ist extrem geschwächt und seit Montag früh eben auch positiv auf das Coronavirus getestet bzw. bestätigt. Und quält sich aktuell da auch durch. Alles erträglich und irgendwo immer noch überschaubar im Vergleich zu zahlreichen anderen Fällen in unserer Gesellschaft, ja leider Gottes, aber dennoch intensiv. Jetzt sind Sie beide geimpft gewesen. Liegt man dann da, wenn man diese Symptome hat und wundert sich und ist auch irritiert, dass es trotz einer Impfung dann so heftige Symptome gibt? Ja, eine gewisse Irritation kann ich da nicht verneinen. Deswegen dachte ich ja auch zunächst, okay, hat es dich irgendwie anders erwischt, grippal. Aber an Corona habe ich da wirklich null gedacht. Von daher war es eine Überraschung, eine Irritation im negativen Sinne. Aber ja, auch da müssen wir zusammen lösungsorientiert durch, tun das aktuell auch immer mehr jetzt auch erneut im Austausch. Und hoffen natürlich, dass die Woche, die uns da jetzt noch bleibt für Quarantäne, ausreicht, um wieder vollauf zu Kräften zu gelangen. Bevor wir da gleich drauf kommen, es ist ja immer betont worden, dass eine Impfung nicht vor einer Infektion zwangsläufig schützt. 94% der Intensivpatienten aktuell sind laut RKI Ungeimpfte. Nichtsdestotrotz merken wir auch im Fußball hier in der Region immer mehr oder hören wir immer mehr von Impfdurchbrüchen. Beim Chemnitzer FC waren unter den 11 Infizierten 4 Geimpfte. Beim 1. FC Magdeburg hat es geimpfte Spieler erwischt. Jetzt das Trainerteam bei Germania Halberstadt. Macht Ihnen das Sorge? Nee, Sorge macht mir das nicht. Also es sind Verläufe und auch Geschehnisse, wie Sie gerade schon sagten, die durchaus vorkommen können. Das wurde ja auch immer so ein Stück weit prophezeit. Nicht, dass es kommt, aber wie gesagt, dass es kommen kann, dass es eben kein Ausschlusskriterium ist, diese Impfung. Aber dennoch dich prozentual so schützt, mindestens vor einem schweren Verlauf, wenn nicht sogar vor einer Infektion, das natürlich weiterhin total dazu zu raten ist. Und wir vielleicht mit den angesprochenen Menschen zu den wenigen Fällen gehören, die als Impfdurchbrecher zu bezeichnen sind. Aber ich denke, auch da arbeiten Leute mit Hochdruck, mit Nachdruck dran, um das wieder in geregelte Bahn zu bringen. Und deswegen bin ich da weder besorgt, sondern eher optimistisch, was die Zukunft anbetrifft. Ich habe gestern noch ein Interview geführt mit dem Mannschaftsarzt des Chemnitzer FC, der auch gesagt hat, es ist sehr gut möglich, dass bei Menschen, die trotz Impfung einen so schweren Verlauf haben, dass die ohne Impfung auf der Intensivstation gelandet wären oder sogar Dramatischeres passiert wäre. Schwer zu sagen, alles spekulativ. Reden wir darüber, was Sie selbst beeinflussen können in den nächsten Tagen und Wochen bei Germania Halberstadt. Wie ist Ihr Plan? Wann können Sie raus aus der Quarantäne? Wann können Sie wieder angreifen bei Germania? Also ich persönlich bin bis zum 23.09. in Quarantäne. Um den 23.09. herum habe ich meinen erneuten PCR-Test. Sollte der negativ ausfallen, wovon ich natürlich ausgehe, darf ich wieder arbeiten.
Wir hätten dann vom 23.09. weg, wenn es denn überhaupt so kommt, noch drei Trainingseinheiten bis zum nächsten Meisterschaftsspiel bei Lok Leipzig. Vorher ist die Mannschaft, jedenfalls ein Teil der Mannschaft, sprich unsere geimpften Spieler, bereits im Training. Sie bewegen sich, so sage ich das mal ganz salopp, unter der Anleitung von Thomas Waldo, unserem Nachwuchskoordinator. Und das werden wir jetzt eben sukzessive Tag für Tag steigern, sowohl von der Anzahl der Spieler, die sich dann gegebenenfalls auch freitesten lassen können oder die individuelle Quarantänezeit verlassen, und natürlich auch durch Begleitung von mir und meinem Co-Trainer Bastian Breves in dem zeitlichen Fahrplan, den ich gerade grob skizziert habe. Eins der Probleme ist ja, dass Bastian Breves eben noch mit im Bus saß nach Berlin und aus Berlin zurück. Und die ungeimpften Spieler dann dementsprechend als Kontaktpersonen gelten, unter anderem zwei Torhüter. Inwieweit erschwert das den Trainingsbetrieb und natürlich auch die Vorbereitung auf das Spiel gegen Lok Leipzig, wenn es denn stattfindet? Ja, aktuell ist es sicherlich hinnehmbar. So, uns geht es erstmal nur darum, dass die Jungs zu der Zeit jetzt ein Fußballtraining in die Knochen bekommen, so würde ich es mal ganz einfach formulieren, dass sie passen, dribbeln, schießen, die Richtung wechseln, starten, stoppen und in verschiedenen Intensitäten unterwegs sind. Das heißt, aktuell haben wir gar keine taktischen Inhalte, geschweige denn die absolute Dringlichkeit, das Ganze mit Torhütern ableisten zu müssen, auch wenn es schön wäre. Klar, wenn wir jetzt die kommende Woche ins Auge fassen und uns da auch systematisch auf einen Spieltag vorbereiten wollen, vielleicht sogar müssen, dann klar, ist es natürlich unbedingt notwendig, A, mit Torhütern zu trainieren und B, darüber hinaus am Sonntag auch einen gelernten Torwart reinzustellen. Das wäre ganz cool. Jetzt haben wir aktuell schon unheimlich viele Spielabsagen in der Regionalliga Nordost. Wie halten Sie es mit Blick auf Lok Leipzig, wenn Sie jetzt zunächst mit einem Rumpfkader trainieren, das eigentliche Trainerteam in Quarantäne sitzt bis Mitte kommender Woche? Plädieren Sie dafür, dieses Spiel zu verschieben, oder wollen Sie spielen? Ja, ich sage ganz klar, im Rahmen eines fairen Wettbewerbs und auch einer absoluten Konkurrenzfähigkeit fahre ich lieber an einem Dienstag oder Mittwochabend nach Leipzig. Egal wann, als dass wir nächsten Sonntag bei Lok spielen. Wenn ich es mir denn, wie gesagt, überhaupt wünschen oder ausmalen könnte. Aber wir nehmen das so, wie es kommt. Da machen wir uns nicht größer, als wir sind. Und ja, werden alles, was wir beeinflussen können, in unserer Macht steht, tun, um die Mannschaft dann wieder in die Spur und auch ja, in den Rhythmus zu bringen. Aber grundsätzlich sagen Sie schon, wenn es irgendwie geht, lieber nicht, weil einfach die Voraussetzungen in der Vorbereitung so sind, wie sie aktuell sind. Definitiv. Also grundsätzlich würde ich, wie gesagt, irgendeinen Wochenspieltag nehmen, Dienstagabend, Mittwochabend, um dann bei Lok Leipzig auswärts zu spielen. Einfach unter anderen Gegebenheiten, was Abläufe im Training, Verfügbarkeit der Spieler betrifft, allen voran aber auch Verfügbarkeit des Trainerteams. Ich denke, das ist auch eine ganz, ganz wesentliche Stellschraube und Personalie, wenn man sieht, ja, dass wir die Spieler jetzt A, über einen längeren Zeitraum nicht zu Gesicht bekommen können, und B, dass wir natürlich auch mit unserer eigentlichen Fußballmannschaft jetzt etwas länger nicht zusammenarbeiten konnten. Sprechen wir mal über die generelle Lage der Liga. Wir hatten Auerbach in Quarantäne, Chemnitz in Quarantäne, Cottbus hat die Probleme, jetzt aktuell Jena, dazu Halberstadt. Die Berliner Vereine hatten Probleme. Wundert es Sie, dass Corona da gerade so akut zuschlägt? Jein, also ich hätte nicht gedacht, dass uns das Thema nochmal so negativ präsent wird, was Spieltermine ja, und Ablauf der Saison angeht. Trotzdem muss man hier natürlich auch vorsichtig sein in seinen Formulierungen. Ich meine, ich habe es jetzt ja, am ärgsten gemerkt, was es bedeuten kann, infiziert zu sein. Von daher geht die Gesundheit natürlich über alles. Und ja, gewisse Infektionsverläufe machen uns dann eben auch nicht sicher davor, gegebenermaßen mal über einen Zeitraum raus zu sein oder eben Spiele verlegen zu müssen. Trotzdem bin ich da sehr positiv, vollster Hoffnung und wiederhole mich, wenn ich sage, total lösungsorientiert, wenn es darum geht, die Saison weiterzuführen und auch zu Ende zu bringen. Also da glaube ich schon fest dran.
Zumal viele Clubs ja auch mit den Infizierten dann als genesen gelten oder viele Spieler als genesen gelten. Also grundsätzlich gehen Sie positiv ran. Nach zwei Abbrüchen glauben Sie nicht, trotz der aktuellen Situation, dass ein Dritter droht? Nein, da glaube ich überhaupt nicht dran. Allerdings bin ich da auch, wie gesagt, ein sehr positiver, lösungsorientierter Mensch von meiner Haltung heraus. Wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenken würde, was könnte passieren, wenn, dann dürfte ich auch kein Auto mehr fahren. Wie gesagt, da habe ich eine andere Haltung, auch eine andere Überzeugung, eine andere Hoffnung in die handelnden Personen. Und wenn man sieht, wie viele Spiele jetzt leider Gottes und natürlich auch voll berechtigt ausgefallen sind in den letzten Tagen und Wochen im Rahmen der Regionalliga Nordost, die aber teilweise schon wieder terminiert sind von Mannschaften, die jetzt auch wieder im Training und im Spiel sind. Allen voran nehme ich da natürlich Tennis Borussia Berlin als Beispiel. Dann glaube ich da, wie gesagt, ganz, ganz fest dran, dass Mannschaften, die dann vielleicht mal, ja, 14 Tage raus sind und es hier betrefflich um ein, zwei, drei Spiele geht, das Ganze auch perspektivisch fortsetzen können. Auch der Nordostdeutsche Fußballverband gibt sich ja durchaus positiv, hat immer betont, die Anzahl der Nachholspiele aktuell, die können wir bewältigen, eben über die freien Mittwochsspieltage unter der Woche. Das ist Stand jetzt noch kein großes Problem. Gucken wir, wie sich das entwickelt und sind natürlich gespannt, wie Sie Ihre kommenden Tage verbringen. Droht Langeweile oder sind Sie erstmal froh, dass Sie körperlich immer weiter fit werden? Also die erste Woche, genau, hatte ich echt damit zu kämpfen und zu tun, körperlich wieder einigermaßen auf Höhe zu kommen. Das heißt, da war weder Langeweile noch 24/7 Netflix angesagt, wie auch immer, sondern es ging einfach darum, ein Stück weit wieder zu Kräften zu kommen, einigermaßen gesund und stabil zu werden. Jetzt habe ich noch eine Woche vor mir. Habe heute angefangen mit den ersten Arbeiten im Bereich Fußball, so will ich es mal nennen, was Video und Co. betrifft. Und ich hoffe natürlich, dass ich das jetzt Tag für Tag in einer Besserung auch steigern kann. Geben Sie mal einen Einblick, wie sehen diese Arbeiten aus? Gucken Sie Sport im Osten Mediathek und da genauer Blick dann auf die Gegner oder wie machen Sie es? Also ehrlich gesagt, ja, habe ich erst gestern damit begonnen, unser Spiel beim Berliner AK mir selbst anzusehen, zu analysieren. Logischerweise nicht, weil ich die Tage davor auf dem Sofa lag und Serien geguckt habe, sondern weil es einfach körperlich, kognitiv 0,0 ging. Das heißt, ich bin da ein bisschen im Verzug, werde die Analyse BAK heute abschließen. Und habe mir dann ein paar Spiele zurechtgelegt, teilweise auch aus dem Profibereich, die ich für mich mal angucken will, mal so ein bisschen filtern, analysieren will. Das heißt, jetzt nutze ich die Woche schon dafür, um fußballerische Sachen zu machen, für die ich sonst vielleicht weniger Zeit habe. Habe aber parallel natürlich immer unsere Germania im Blick. Das bedeutet, auch hier bin ich im Austausch mit dem Kollegen Thomas Waldo, der das Training aktuell leitet. Was machen wir? Welche Spieler sind am Start? Wie gliedern wir den einen oder anderen vielleicht auch ein? Welche Hausaufgaben haben die Spieler? Und so setzt sich die überschaubare Anzahl an Stunden gerade zusammen, die ich dann jetzt aber trotzdem endlich wieder für den Fußball investieren kann. Ein Fußballtrainer im Homeoffice gibt es auch nicht alle Tage. Benjamin Duda, vielen Dank jedenfalls für diese Einblicke und dann weiterhin gute Besserung. Kommen Sie schnell zurück auf den Platz. Sehr gerne, hat mich gefreut. Vielen Dank und bis demnächst. Schöne Grüße nach Peine und wir werden das natürlich weiter im Auge behalten, wie sich die Situation in der Regionalliga Nordost entwickelt, welche Clubs wie lange in Quarantäne müssen und welche Spiele dann tatsächlich stattfinden. Alles weitere dazu heute bei MDR aktuell und die aktuellsten Entwicklungen natürlich dann auch morgen und übermorgen bei Sport im Osten. Ab 14 Uhr geht's los mit Drittliga-Fußball. Der erste FC Magdeburg gegen die Würzburger Kickers und den ehemaligen Hallenser Thorsten Ziegner. Hochspannung garantiert in Liga 3. Seien Sie gerne mit dabei morgen im MDR Fernsehen. Bis dahin machen Sie es gut. Schöne Grüße aus Leipzig.